Yes. Anlass der Ausstellung ist Boschs 500. Todestag und zum anderen noch die Restaurierung eines Antonius-Triptychons, einer sehr guten Bosch-Kopie, also ein Nachfolgewerk. Und unser heimlicher Ausstellungstitel ist quasi Bosch in Berlin. Wir zeigen also die Berliner Bestände an Hieronymus Bosch und seiner Nachfolge. Und das Kupferstichkabinett verwahrt über die Hälfte der noch erhaltenen Bosch-Zeichen. Wir wollen in der Ausstellung zum einen zeigen, was wir in den Berliner Sammlungen an Bosch-Beständen haben, diese Bestände in den Vordergrund der Ausstellung rücken und darum herum gruppieren sich Werke aus der Nachfolge und auch späteren Rezeptionen bis zu James Ensor, mit dem die Ausstellung chronologisch abschließt, die zeigen, welche Querverbindungen es gibt. Man erkennt Boschs Nachfolger vor allem an den Monstern und Hybridwesen, die dann in verschiedenen Darstellungen und Ikonografien untergebracht werden. Ganz wichtig ist zum Beispiel das Thema des heiligen Antonius, der von solchen Dämonen und Monstern versucht wird. Die erotische Verführerin kann man dort zeigen, also Nackte und Monster sind in diesem Bildthema zu sehen. Und wir haben auch in der Ausstellung von 10 Gemälden sind 6 Antoniusversuchungen und auch 4 Antoniusversuchungen im Medium der Zeichnung. Und Peter Bruegel war einer der wichtigsten Künstler in der Bosch-Nachfolge. Bosch hatte eine sehr starke Werkstatt, sodass seine Werke bekannt waren, seine Bildsprache bekannt war. Und der Antwerpener Verleger Hieronymus Kock lanciert im Mitte des 16. Jahrhunderts Peter Bruegel ganz bewusst als neuen Bosch. Boschs Name war zum Gattungsbegriff geworden, sein Name war eine Marke.
Und die ersten Kupferstiche von Peter Bruegel, die in Boschesker Manier sind, die wurden sogar noch mit Hieronymus Bosch unterschrieben, fälschlicherweise. Erst später, als Bruegel sich dann einen eigenen Namen gemacht hatte, konnte dann Peter Bruegel unter diesen Stichen zu lesen sein.